Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Dark Cloud. Ja, wir befinden uns hier gerade in Gelbstein, glaube ich, so hieß dieses Dorf. Und müssen uns jetzt mal hier das Dörfchen ansehen. Hallo, ich heiße Mania und sammle Mondobjekte. Ich sammle alte Sachen. Hast du welche für mich? Habe ich irgendwas? Vielleicht habe ich das hier? Nö. Sonst habe ich, glaube ich, gar nichts. Irgendwie, was ich hier loswerden könnte. Nö. Nö, gibt's nicht. Aktuell gibt's nichts. Egal. Gucken wir mal weiter. Gibt's hier offenbar noch ein paar mehr Dinge zum Erforschen. Was ist das? Die Siegelfertigkeit nie gehört. Was ist das? Tja, habe ich auch nie gehört. Wüsste ich auch nur zu gerne, was das ist. Okay, wir können hier auch in die Häuser rein. Gucken wir mal. Dies ist die Fabrik, auf die unser Boss so stolz ist. Was hältst du davon? Nicht schlecht, was? Ich bin Ledan. Ich leite diese Fabrik. Man hat mir von dir erzählt. Sehr erfreut. Oh, Samba sollte dich führen. Er ist nicht da. Na dann. Nehme ich eben seinen Platz ein und führe dich. Du sollst also in der Siegeltechnik unterrichtet werden. Das ist eine geheime Kunst unserer ältesten Vorfahren. Vielleicht weiß unser Boss mehr darüber. Gehen wir. Und diese große Fabrik hat unser Boss, der Anführer des Mondvolks, erschaffen. Es gibt nichts, was man hier nicht herstellen kann. Leider ist der Boss nicht hier. Er testet eine neue Erfindung und nimmt an einem Wettkampf teil. Wenn du es eilig hast, findest du ihn im Kolosseum. Das Kolosseum ist geradeaus am Mondmeer vorbei. Leider ist das Mondmeer in letzter Zeit nicht besonders sicher. Dort lauern viele Monster. Außerdem scheint die Zusammensetzung des Mondmeers in letzter Zeit kompliziert geworden zu sein. Egal, ich bringe dich zum Eingang des Mondmeers. Hier entlang bitte. Hinter diesem Tor liegt das Mondmeer, aber natürlich ist es kein echtes Meer. In letzter Zeit sind viele Monster im Mondmeer erschienen. Pass gut auf, sonst erwischen sie dich. Sei vorsichtig. In den Häusern dieses Dorfs werden verschiedene Gebrauchsgegenstände verkauft. Rüste dich gut aus, bevor du das Mondmeer betrittst. Also, leb wohl. Leb wohl. Das ist jetzt nicht unbedingt die Verabschiedung, die ich mir wünsche, aber so, gucken wir mal kurz, wie es denn inventarmäßig aussieht. Ja, also wir haben auf jeden Fall genügend Reparaturpulver, das heißt, dann gucken wir einfach mal, was es denn am Mondmeer hier so erwartet. Also hier gibt es mal eine Kanone. In der wir uns logischerweise reinsetzen, um uns irgendwo hin zu katapultieren. Und zwar zum Mondmeer. Erster Krater. Und es gibt auch wieder Atlasse, das heißt, es gibt hier auch irgendwo ein Dorf, wo wir die gefundenen Items platzieren können. So, wir sind jetzt tatsächlich am Mond.
Und da kommt schon ein Mondkäfer. Oh ja, der ist auf jeden Fall mal ein bisschen zäher als die restlichen Gegner, die wir bisher angetroffen hatten. Vielleicht ist Mounts ja auch hier gar nicht so der richtige Charakter. Uff, das ist ganz schön groß hier. Und hier geht es dann, glaube ich, gleich direkt zum nächsten Krater. So. Aber erstmal gucken wir uns mal hier um. Hexe, eine Hexe haben wir hier. Hexe Helsa. Die ist wieder ein bisschen einfacher. Dafür gibt es auch einen Giftapfel. Der Mondkäfer schon wieder. Ja, der ist halt auch ein bisschen zäher. Aber nicht jetzt unbedingt eine Herausforderung für die gute alte Mountie. Und da gibt's ja, okay, Bravery Lounge. Ja, gut. Nehme ich. Ich habe zwar keine Ahnung, was das sein soll, aber nehme ich einfach mal. Nee. Ein Höllenpockel lässt ein bisschen Brot fallen. Und hier haben wir gleich eine große Kiste. Und wir verwenden jetzt einen Schlüssel. Und es gibt als Belohnung dafür ein Erdschwert. Und ich glaube, das ist für Ungaga. Zumindest sah es von der Form so aus. Das werden wir dann gleich mal Ungaga in die Hand drücken. Sollte es denn tatsächlich für Ungaga sein? So, warte, wie ging das? Ach ja. Nee. Waffe. Jo. Leute, guckt euch mal den Angriff an von dieser Waffe. Alter Schwede. Was ist denn das hier für ein krasses Ding hier? Okay. Aber trotzdem brauche ich jetzt mal hier wieder einen Nexus für den Atlas. Und dann gibt es einen Ausguck. Wenn wir mal mit Ungaga hier die neue Waffe testen. Ui. Ja. Die macht schon ein bisschen mehr her als seine letzte Waffe, da muss man schon sagen. Macht gutes Kavums. Upsi. Treffen darf man sich logischerweise nicht lassen. Tja. Hat doch eine ziemlich gute Haltbarkeit im Vergleich zur letzten Waffe. Muss man sagen. Ja, Ungaga wird durstig. Mal gucken, ob wir noch eine Kürbisflasche haben. Ja, haben wir noch. Das heißt, die geben wir gleich mal ihm. So, wo sind denn meine Freunde hier? Ja, guckt mal. Ah ja, Ungaga hat auch ein bisschen so Reichweitenattacken. So dass er auch stehende Gegner trifft. Was ziemlich praktisch ist. So, da haben wir noch eine Kiste. Oder was ist denn das? Achso. Das ist das Schwarzpulver, damit wir die Kanone in Betrieb nehmen können. Für den nächsten Krater. Und da finden wir eine Kralle. Und eine Leiter. So. Dann gucken wir mal, was es hier hinten noch so gibt. Auf jeden Fall noch einen Gegner. Wie ihr seht. Ein Höllenbockel. Naja.
Lustiger Name auf jeden Fall. Hier brauchen wir wieder Mauzi. Die springt uns hier rüber. Hoffentlich. Ja, das tut sie auch tatsächlich. Und hier brauchen wir wieder Nexus. Teile. Ja, okay. Auch gut. So. Da gibt es auf jeden Fall noch zwei Atlasse zu finden. Uiuiui. Was zum Henker? Und eine Kiste. Ja, ist zwar jetzt nicht mehr so wichtig, die Karte, aber wenn wir sie schon finden, dann nehmen wir sie natürlich auch mit. Was anderes bleibt uns auch gar nicht übrig. Dreckiger Käfer, der ist wirklich sehr zäh. So, und da sind wir schon fast am Ende. Ja, und wir könnten vermutlich jetzt hier mit diesem komischen Ding, das wir vorhin gefunden haben, glaube ich, könnten wir sogar jetzt in den Geheimraum sozusagen. Amons Horn, okay. Okay, alles klar, alles klar. Eine Leiter und ja. Ist egal, probieren wir es mal, ob wir mit diesem komischen Teil da nach hinten fliegen können. Ich glaube, das wird es. Okay, ja, damit können wir auf jeden Fall in den hinteren Teil und... Und da sind wir schon hinten und da gibt es dann auch schon... Auf jeden Fall einen neuen Gegner. Wir werden jetzt mal die Waffe kurz reparieren. Und Mauzi auch was zum Essen geben. Sicher, sicher. Wir wissen ja nicht, was hier lauert. Mondgräber. Das hier, meine lieben Leute, ist ein Mondgräber. Der sich durch den Mond grabt, nehme ich mal an. Achso, hier gibt es auch noch eine Truhe, sehe ich gerade. Ups, falscher. Was haben wir hier? Ah, Weihwasser. Also etwas, was ich gar nicht brauche. Weihwasser. Das landet wieder direkt beim Händler. Kartoffelkuchen habe ich zumindest erhalten. Was auch immer das ist. Ich glaube, das ist was zum Angeln. Ui. Oh, der ist aber ganz schön... Der macht aber ganz schön Aua hier. Der hat ja Mauzi hier fast gewonnen-hittet. Also da sollten wir auf jeden Fall mal aufpassen. Oh shit. Uff, also da sollte man wirklich, wirklich sehr aufpassen. Verdammt, das war zu wenig. Ja, dafür haben wir hier eine Kiste. Mal gucken, was hier drinnen ist. Ein Stärketrank. Ja, kann nicht schlecht sein. Haben wir beim letzten Boss gesehen, wie viel sich so ein Stärketrank eigentlich bringt. Nämlich eine Menge. So, Mauzi ist durstig. Dann geben wir mal ein bisschen Wasser. Also die Stärketränke sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Auch wenn man sie nur recht selten benötigt. Ich frage mich gerade, warum mache ich diese Viecher überhaupt? Eigentlich muss ich sie gar nicht besiegen. Ich kann doch zu den Kisten und ich... Naja. Gibt ein bisschen Gold.
Eigentlich will ich ja nur zu den Kisten. Aber so wirklich tolle Schätze gab es bis jetzt noch nicht. Hier gibt es auch noch Mondgräber. Haltbarkeit plus 1 ist jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Naja. Naja, naja. Könnte ich mir auch Besseres vorstellen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Laufen wir jetzt einfach mal durch, denn wir haben ja die Gegend schon besiegt. Wir haben ja auch schon das Item, das wir benötigen für den nächsten Raum. Oder eigentlich für den nächsten Krater, könnte man sagen. Nämlich das Pulver. Wo ist es denn hier? So, Kanone einsatzbereit. So, verlassen wir das Verlies mal kurzzeitig. Gelbstein, ja, so hieß die kleine Stadt hier. So, Leute. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei und ich mache jetzt hier auch mal vorerst den Cut. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Dann gehen wir mal direkt zum nächsten Krater und sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.